Sie sind hier, 5. Januar 2019, 18.29 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Deportivo Alaves kletterte in La Liga auf den 4. Platz. Urheberrecht Getty Images. Real Madrid muss nach dem Patzer in Villarreal den nächsten Dämpfer hinnehmen. Deportivo Alaves zieht in der Tabelle an den Königlichen vorbei. Überraschungsmannschaft Deportivo Alaves hat sich in La Liga an Real Madrid vorbeigeschoben. Die Basken setzten sich am 18. Spieltag gegen den FC Valencia mit 2:1 durch und kletterten vorerst auf den 4. Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. Borja Besten 21. und Pina 45. Zwei trafen für die Gastgeber, die durch einen Treffer von Daniel Parejo, 14. zunächst in Rückstand geraten waren. Anzeige, der ZN gratis testen und internationalen Fußball live. Am Sonntag haben die Königlichen im Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastian wieder die Möglichkeit, nachzulegen. La Liga, Real Madrid, Real Sociedad San Sebastian, 18.30 Uhr im Live-Ticker. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.